Hallo, liebe Freunde von Talking Art. Wir sind hier heute auf der Art Düsseldorf, auf dem Areal Böhler, einem ehemaligen Stahlwerk. 91 Galerien aus 19 Ländern zeigen Post-War and Contemporary Art. Und für die jungen Sammler gibt es ein ganz besonderes Angebot. Da gibt es beispielsweise den Post-Lehman-Bereich für Galerien, die erst nach 2008 gegründet wurden. Und für junge Sammler gibt es spezielle Führungen und es wird Kunst gezeigt bis maximal 5.000 Euro. Ja, und wir lassen uns jetzt überraschen, was wir hier alles so zu sehen bekommen. Nun stellt sich ja die Frage, warum die Macher der Art Düsseldorf ihren Nachwuchsbereich für junge Galerien ausgerechnet nach dem schlimmsten Pleitenmacher des Bankencrash-Jahres 2008 benannt haben, der US-Investmentbank Lehman Brothers. Man könnte ja auch sagen Obama-Bereich nach dem 2008 gewählten amerikanischen Präsidenten, der mit seiner jugendlichen frischen Art damals die Amerikaner begeisterte. Auch der Post-Lehman-Bereich kommt jugendlich frisch und frech daher, nicht nur was die Galerien betrifft, sondern vor allem auch die dort dargestellte Kunst. Im Vergleich dazu und zur hippen Art Düsseldorf überhaupt, kommt einem die Art Cologne vor wie ein alter Dampfer, der im Fahrwasser der etablierten Kunstmessen und der neuen, jungen Satellitenmessen zu kämpfen hat. Wenn also von Post-Lehman die Rede ist, wird eindeutig aus dem Finanzbereich zitiert. Und Post-Lehman suggeriert jedenfalls, dass die nach 2008 entstandenen Galerien der Wirtschaftskrise entwachsen sind und die dort gezeigte Kunst die solidere und seriösere Finanzanlage ist im Vergleich zu dessen, was Lehman Brothers so im Giftschrank hatte. Kunst als Rendite garantierendes Investment und als neue, quasi weltweit gültige Währung? Insbesondere Gegenwartskunst ist prima geeignet für Spekulation, weil niemand beeinflussen kann, welcher und wessen Geschmack der richtige ist, weil es keinen richtigen Geschmack und auch kein richtiges Preisgefüge gibt. Nun ist Spekulation auf Kunst an sich nichts Neues. 1904 schlossen sich Spekulanten rund um den Geschäftsmann André Lévelle zu einem Konsortium »Das Fell des Bären« zusammen. Ähnlich wie in der Fabel von La Fontaine, wo es um das Geschachere, um das Fell eines Bären geht, der überhaupt noch nicht geschossen ist, ging es auch den Spekulanten darum, auf Künstler zu wetten, deren Karriere noch überhaupt nicht gestartet hatte. 1914 wurde ihre Sammlung mit spätimpressionistischen, fauvistischen und kubistischen Werken von Matisse, Gauguin und Picasso mit phänomenalem Erfolg versteigert und die Künstler wurden mit 20% am Profit beteiligt. Im Börsenbereich gibt es die sogenannten Blue Chips, quasi eine sichere Bank von umsatzstarken Aktien großer Unternehmen. Und entlarvenderweise gibt es solche Blue Chips auch im Kunstbereich. Kunstwerke werden zu Rekordpreisen versteigert und die Auktionshäuser steigern ihre Umsätze zweistellig. Großsammler vom Schlager eines Charles Saatchi, der junge, attraktiv werdende Künstler ausstellt, um die dann trendsetzenden Werke möglichst schnell wieder zu verkaufen, gibt es heute zu Hunderten. Und dank der digitalen Vernetzung weiß der Markt und seine Teilnehmer ganz genau, was gerade geht. Die Folge ist, dass sich die Nachfrage auf solche Kunst und solche Künstler konzentriert, deren Kunst überhaupt global handelbar ist. Die Vielzahl der Kunstfonds zeigt, dass Kunstwerke im Kapitalbereich längst zu einer Anlagekategorie geworden sind. Man spricht von der Performance einer Anlage. Und siehe da, das Wörtchen Performance taucht auch im Kunstbereich wieder auf, als situationsbezogene, vergängliche, künstlerische Darstellung. Und während es beim Investment um greifbare Erfolge geht, hinterfragt die Performance im künstlerischen Bereich die Greifbarkeit des Kunstwerks und die Trennung zwischen Künstler und Werk überhaupt. Zu den Blue Chips im Kunstbereich gehören die 10 oder 20 gängigsten Künstler, etwa Gerhard Richter oder Cindy Sherman, Ed Rusher oder Georg Baselitz, Ai Weiwei oder Wolfgang Tillmanns, der gerade den Turner-Preis gewonnen hat. Überhaupt spielen im globalen Handel nur um die 40 Künstler eine Rolle, deren Werke den, ich möchte es einmal höflich ausdrücken, Geschmacksvorlieben einer globalen Elite entsprechen. Und ich sage nur Crowd Art und möchte die Frage stellen, warum denn ausgerechnet deutsche Kunst im globalen Handel so begehrt ist. Dabei verlagert sich der Kunsthandel immer mehr aus Europa weg in den angelsächsischen und asiatischen Raum. Das betrifft aber nur 10% der überhaupt global handelbaren Kunst.
90% befinden sich auf dem sinkenden Schiff einer nachlassenden Binnennachfrage. Und damit sind wir wieder bei dem Bild des dümpelnden Frachters der Art Cologne. Als es 1987 zu einem Börsencrash kam, expandierte der Kunstmarkt, um dann 1990 selbst zu crashen. Jedenfalls was die Bereiche klassische Moderne und Impressionismus betraf. Heute zittern alle davor, dass die Spekulationsblase wieder platzt, aber bis dahin feiern alle munter weiter. Amerikanische Neureiche, europäische Erben, russische Oligarchen und die neuen Kapitalisten Chinas überschwemmen den Markt mit Geld, das sie in die neue globale Währung Kunst konvertieren und damit den Sinngehalt von Kunst pervertieren. Dabei gilt strikt das The Winner Takes It All-Prinzip. Einem winzigen Hochpreissegment steht ein gewaltiges Niedrigpreissegment gegenüber, das freilich nicht am Währungszirkus teilnehmen darf. Dass es auf der Welt zig Freihandelszollhäuser gibt, etwa in Singapur, in denen Tausende von Kunstwerken wie Goldbarren in Fort Knox gehortet werden, sei nur am Rande erwähnt. Die Kunst wird dem Markt und dem öffentlichen Auge entzogen, um den Preis und die neue globale Währung hochzuhalten. Dabei muss man sich die Frage stellen, was ist Kunst eigentlich wert, wenn sie niemand, nicht mal mehr der einzelne Sammler, zu Gesicht bekommt. Nun gehört es zu den Absonderlichkeiten im Kunstbereich, dass es kommerziell ist, das Kommerzielle zu leugnen. Und so ist Künstlersein nicht etwa ein Geldberuf, sondern Berufung. Der Galerist ist nicht etwa Verkäufer, sondern Mentor. Und der Sammler ist nicht etwa Käufer, sondern Liebhaber. Und auch die Gesetze des Marktgleichgewichtes werden regelmäßig verletzt, denn egal wie lang ein Kunstwerk in einer Galerie hängt, der Preis sinkt niemals. Für einige jedenfalls wird Sammeln zu einer neuen sozial akzeptierten Form von Gier. Tatsache ist allerdings, und das belegt der Mimosis-Index, dass die Rendite von Kunst oft gar nicht so gut ist, wie die obszönen Auktionsrekorde gerne suggerieren. Zu hohe Schätzpreise und die damit verbundenen Aufschläge führen zu einer Unterperformance. Und die Kunst wechselt dann oft viel zu teuer den Besitzer. Kommen wir zurück zur Art Düsseldorf und dem Post-Lehman-Bereich. Die Tatsache, dass sich Satellitenmessen und Messen für weniger teure Kunst wie die Kölner Liste oder die Art Fair Frankfurt einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen, zeigt, dass man die Binnennachfrage noch nicht vernachlässigen sollte und dass die neuen jungen Sammler andere Schwerpunkte setzen als unbedingtes Renditestreben. Sammeln um der Kunst wegen, und auch das ist ja etwas wert.